In diesem Video geht es um die Software Drawbot. Mit Drawbot kannst du Creative Coding machen, das heißt programmieren, um expressiven Output zu generieren, genauer Bilder oder Animationen. Ich bin hier auf der Drawbot-Website. Dort gibt es so einen orangen Balken und da gibt es einen Download-Link. Da kannst du die Software herunterladen und installieren. Das habe ich bereits gemacht. Und wenn du Drawbot öffnest, dann kriegst du so ein Fenster. Und ich zeige jetzt ganz kurz, was du damit ungefähr anstellen kannst, am Beispiel eines sehr einfachen Programms. Und dabei werde ich einige grundlegenden Funktionen zeigen und auch eine Programmiermethode zeigen, die heißt Pseudocode. Und ich hoffe, das hilft dir beim Einsteigen. Ganz zuerst sehe ich hier den Titel Untitled, das heißt, ich habe ein geöffnetes Dokument, das noch nicht gespeichert ist. Das tue ich jetzt ganz zuerst und ich nenne das Drawbot Test. Und die Endung, die vorgeschlagen wird, heißt Py, das bedeutet Python, also speichere ich ein Dokument in der Programmiersprache Python. Das speichere ich auf meinem Desktop und ich würde dir empfehlen, immer zu speichern in Drawbot und oft zu speichern, denn immer wenn du dein Programm ausführst, kann es sein, dass Drawbot abstürzt wegen eines Fehlers im Code. Also zum Beispiel, wenn, es muss nicht einmal ein Fehler sein, wenn zum Beispiel viel Computerressourcen verbraucht werden, um Berechnungen anzustellen, dann kann es sein, dass der Arbeitsspeicher einfach so weit in die Knie geht, dass die Software abstürzt. Jetzt aber zu den Elementen dieses Fensters. Oben gibt es eine Reihe von Buttons. Run bedeutet Ausführen des Programms, das du geschrieben hast. Comment und Uncomment tut Zeilen, eine oder mehrere, deaktivieren oder aktivieren. Das zeige ich dann noch. Und Indent und Deadend heißt Einrücken oder Ausrücken. Das ist etwas, was in der Programmiersprache Python sehr wichtig ist. Dann gibt es einen grauen Bereich hier, dort siehst du Output, und zwar visuellen Output, also wenn du ein Bild generierst, dann wird es dort dargestellt. Oben rechts blinkt auch schon der Cursor, das heißt, da kann ich schreiben. Und unten rechts gibt es ein weiteres Output-Fenster, dort wird Text-Output angezeigt. Zum Beispiel Fehlermeldungen, wenn ich etwas schreibe, das nicht interpretiert werden kann, weil es kein Python ist. Zum Beispiel, wenn ich das jetzt ausführe, dann kriege ich hier eine Fehlermeldung. Du wirst oft Fehlermeldungen kriegen, das ist normal und das ist nichts Schlechtes. Wichtig ist, dass du dir die Meldungen anschaust, weil sie helfen dir dabei herauszufinden, was an deinem Programm geändert werden muss, damit es funktioniert. In der zweiten Zeile der Fehlermeldung steht zum Beispiel, auf welcher Zeile der Fehler aufgetreten ist. Das hilft oft dabei, einen Fehler zu finden. Und in der dritten Zeile der Fehlermeldung wird geschrieben, welche Art Fehler aufgetreten ist. Das kann sehr kryptisch sein, aber oft gibt es auch dort einen Hinweis auf die Natur des Fehlers. Hier steht zum Beispiel, dass der Name ASDF, ADSF nicht definiert ist. Das heißt, was ich hier geschrieben habe, das ist in Python nicht bekannt, das wird nicht verstanden. Ich schreibe gleich etwas, was verstanden wird, zuerst aber noch dies. Du kannst hier zwischen diesen Fenstersegmenten einstellen, wie groß das dargestellt werden soll, wie breit die Zeile des Texteditors ist und so weiter. Ich schreibe jetzt Print, gefolgt von Klammern. Wenn ich die öffnende Klammer schreibe, wird die schließende von alleine geschrieben. Dann kann ich hineinschreiben. Und wenn ich die schließende Klammer tippe, dann bin ich wieder hier am Ende des Texts angekommen. Auch das wird eine Fehlermeldung hervorrufen,
weil ASDF kein vernünftiges Python ist. Aber print an sich, das ist eine Python-Funktion und damit kann ich eben Output hier in dieses Textfenster schreiben. Ich kann zum Beispiel eine Zahl schreiben. Wenn ich print 1 schreibe, dann steht hier print, wird hier 1 hineingeschrieben. Ich kann eine Rechnung schreiben. 1 plus 1 gibt 2. Es ist übrigens egal, ob hier Leerzeichen stehen, das funktioniert auch. 1 plus 5 ran gibt 6. Siehst also schon, dass Rechnen, das wäre das geteilt durch Zeichen, Rechnen ist etwas, was gemacht werden kann in Python. Und Print ist etwas, was du nutzen kannst, um hier Text hineinzuschreiben. Das kann dir zum Beispiel helfen, wenn du nicht sicher bist, ob ein Wert so groß oder so klein ist, wie du ihn haben möchtest. Und statt Zahlen oder Rechnungen kannst du hier auch mit Anführungszeichen eine Zeichenkette schreiben. Wir kennen alle das Hello World. Das ist immer das Erste, was am ersten Tag Arbeit in einer neuen Programmiersprache zuerst geschrieben wird. Wenn ich das ausführe, dann wird diese Zeichenkette hier ins Output-Fenster geschrieben. Und es ist auch möglich, hier mit Kommas weiteren Input hineinzuschreiben, zum Beispiel eine Zahl und noch ein Komma und noch eine Zeichenkette. Diese Kommas werden als Leerzeichen interpretiert. Also hinter das Hello World kommt ein Leerzeichen wegen des Kommas und dann die 2 und dann nochmal eine Zeichenkette. Also so kannst du hier mehrere Dinge in diese Print-Funktion schreiben. Der Fachbegriff für diese Art Ausdruck in einer Programmiersprache ist Funktion. Eine Funktion erkennst du daran, dass hinten dran eine Klammer steht. Es ist ein Name, der Name der Funktion und dann die Klammer. Und in der Klammer stehen sogenannte Argumente. Das ist irgendetwas, was von der Funktion verarbeitet werden soll. Du wirst sehen, dass es in Drawbot ganz viele Funktionen gibt, zum Beispiel eine, die einen Kreis zeichnet oder eine, die eine Fläche herstellt, auf die du zeichnen kannst. Jetzt möchte ich ein erstes Programm schreiben, ein Programm, das eine Fläche herstellt. Und ich schreibe mir das mal auf, was ich hier haben möchte. Eine Fläche generieren. Und dann möchte ich auf die Fläche zeichnen. Und dann möchte ich speichern in eine Datei, damit ich ein Bild kriege, das ich zum Beispiel drucken kann. Jetzt ist das Deutsch und nicht Python. Wenn ich das ausführe, kriege ich hier eine Reihe von Fehlern. Es wird nur der erste angezeigt und dann wird das Programm abgebrochen. Also das ist schon ein grundlegender Unterschied in der Programmierung mit einer Programmiersprache wie Python oder JavaScript im Vergleich zu CSS oder HTML. Wenn du HTML oder CSS mit einem Fehler hast, dann wird trotzdem ein Dokument gerendert und der Browser geht einfach irgendwie mit dem Fehler um. Aber es ist nicht so, dass eine komplette Fehlermeldung angezeigt wird, das Dokument kann nicht dargestellt werden, sondern es kommt dann einfach so viel, wie interpretiert werden kann. In einer Programmiersprache, die ausgeführt wird, führt ein Fehler zum Abbruch. Dann passiert einfach nichts und ich muss den Fehler korrigieren. Auf Fachjargonisch heißt das debuggen. Jetzt, was ich damit tun kann, ist, ich kann das alles auswählen und dann auf Comment klicken. Und jetzt ist der Text etwas grauer geworden. Und überall vorne dran steht so eine Raute. Wenn ich jetzt ausführe,
dann kriege ich keine Fehlermeldung mehr. Mein Programm läuft, es passiert zwar nichts, aber es gibt keine Fehlermeldung. Der Grund sind diese Rauten. Die Rauten deaktivieren die Zeilen. Wenn ich hier auf Uncomment gehe, dann wird das wieder aktiviert. Comment deaktiviert es. Ich kann das auch von Hand löschen und die Rauten von Hand schreiben. Es braucht nach der Raute nicht zwingend ein Leerzeichen. Es ist einfach besser leserlich. Was ich jetzt hier habe, sind Kommentare. Und die Kommentare sind eine Art Wunschformulierung. Ich schreibe schon, was ich haben möchte und ich bringe das in die richtige Reihenfolge. Das nennt sich Pseudocode. Pseudocode ist eine Formulierung eines Programmablaufs in einer Sprache, die ich als Mensch gut verstehe oder besser verstehe als die Programmiersprache. Auf diese Art kann ich programmieren, ohne mich darum kümmern zu müssen, ob die Programmiersprachensyntax stimmt. Also Syntax bedeutet die Regeln, die du einhalten musst, damit die Programmiersprache korrekt interpretiert wird. Und wenn ich hier mit Kommentaren einfach mal hinschreibe, in welcher Reihenfolge ich was will, dann schreibe ich Pseudocode und später kann ich das übersetzen in die Programmiersprache und dann nach und nach mein Programm schrittweise aufbauen, bis es dann fertig ist und funktioniert. Das würde ich dir empfehlen, wenn du mit Programmiersprachen arbeitest, auf einer gewissen Komplexitätsstufe empfiehlt es sich, das so zu machen. Ich mache es natürlich hier einfach, damit klarer ist, was passiert. Ich schreibe jetzt dazu die Drawbot-Funktionen, die ich brauche, und halte mich dabei an die Python-Syntax. Ich spreche sonst noch nicht groß darüber, was ist jetzt Python und was ist Drawbot. Der Fokus liegt darauf, hier Output zu generieren. Es gibt eine Funktion, die heißt NewPage, und weil es eine Funktion ist, braucht es eine Klammer. Und in die Klammer schreibe ich Maßeinheiten mit einem Komma getrennt, weil ich brauche eine horizontale und eine vertikale. New Page 1000, das macht mir eine Fläche. Wenn ich auf Ausführen klicke, dann sehe ich die Fläche. Und die Fläche ist 1000 mal 1000 Einheiten groß. Wenn ich es als JPEG speichere später, dann sind es Pixel, und wenn ich es als PDF speichere, dann ist es skalierbar, dann sind es Vektordaten, dann ist es eigentlich egal, ob es 1000 oder 500 oder was auch immer sind. Und wenn ich es drucken will, dann gehe ich davon aus, dass es Punkt sind. Jetzt zeichne ich etwas auf die Fläche. Und wenn ich das ausführe, kriege ich einen Kreis. Der Kreis ist gefüllt, schwarz, das ist die Grundeinstellung. Ich muss nicht extra angeben, dass ich schwarze Farbe will. Ich müsste etwas angeben, wenn ich nicht schwarze Farbe möchte. Das tue ich jetzt nicht. Und du siehst hier, dass es vier Argumente gibt in der Funktion, immer mit einem Komma getrennt. Es sind vier Zahlen. Und was das für Zahlen sind, das findest du heraus, wenn du das ein bisschen änderst. Ich würde dich jetzt einladen, auf Pause zu drücken und hier ein bisschen zu experimentieren, bis du verstehst, wofür diese Zahlen stehen. Und schließlich schreibe ich Save Image. Auch das ist eine Funktion, auch hier braucht es eine Klammer und in der Klammer steht, wohin gespeichert wird. Und das ist keine Zahl, sondern eine Angabe mit einer Zeichenfolge, ein Pfad, ein Dateipfad. Und weil das eine Zeichenfolge ist, brauche ich Anführungszeichen. Und dieser Pfad, der wird in der üblichen Unix-Schreibweise geschrieben, das heißt, ein Schrägstrich,
bedeutet die Ebene, ein Schrägstrich alleine bedeutet die unterste Ebene auf der Hard Disk. Und beim Mac heißt es dann User, der Username und dann Desktop. Also User und Username, das führt zum Ordner, der im Graphical User Interface mit einem Häuschen symbolisiert wird in OS X. Und dann gibt es Desktop und Documents und so weiter. Das sind diese voreingestellten Ordner. Dieser Teil lässt sich abkürzen mit einer Tilde. Das schreibst du mit Alt N, wie wenn du ein spanisches N mit Tilde schreiben möchtest. Und dann Schrägstrich und dann einen Ordner in deinem User-Ordner, zum Beispiel Desktop. Und dann kann ich noch einen Dateinamen dazu schreiben. Und die Endung des Dateinamens gibt vor, was für ein Format gespeichert wird. Ich könnte JPEG oder GIF schreiben oder zum Beispiel PDF. Und wenn ich das ausführe, müsste ich ein PDF kriegen auf meinem Desktop, das ich mit geeigneter Software öffnen und drucken kann. Wichtig an dieser Stelle ist die Reihenfolge. Ich tue zuerst eine neue Fläche generieren und sage, wie groß die sein soll, und dann zeichne ich. Wenn ich zuerst zeichne und dann die Fläche generiere, dann wird der Robot, weil fürs Zeichnen eine Fläche benötigt wird, zuerst eine Fläche generieren, dann zeichnen und dann eine neue Fläche generieren. Ich kann das zeigen. Also jetzt habe ich diese zwei Zeilen vertauscht, wenn ich das ausführe. Jetzt macht der Robot zuerst eine Fläche, zeichnet darauf und dann kommt erst diese fünfte Zeile zum Tragen und eine neue Fläche wird gezeichnet. Also es ist wichtig, welche Reihenfolge du einhältst. Was du aber tun kannst, ist mehrere Flächen generieren und verschieden drauf zeichnen. Ich könnte zum Beispiel auch statt eines Kreises ein Rechteck zeichnen. Jetzt mache ich eine neue Fläche, zeichne einen Kreis, mache eine neue Fläche, zeichne ein Rechteck und speichere es als PDF. Wenn wir dieses PDF öffnen, dann siehst du, dass es jetzt ein PDF mit mehreren Seiten gegeben hat. Also kannst mehrseitige Dokumente herstellen. Das geht aber nur, wenn du ein Ausgabeformat wählst, das auch mehrere Seiten darstellen kann. Wenn ich hier JPEG wählen würde, dann würde alles auf eine Seite zusammengepresst. Ich kann auch das mal probieren. Und ich sehe dann wahrscheinlich nur das Rechteck. Das ist eigentlich alles, was ich zeigen wollte. Du hast gesehen, wie der Robot ungefähr aussieht. Es gibt so ein Fenster. Du kannst ein Python-Dokument speichern, du kannst ein Programm schreiben. Wenn es Fehlermeldungen oder anderen Output gibt, siehst du das im Text-Output-Fenster. Und wenn es Bild-Output gibt, dann siehst du das hier auf der linken Seite im Bild-Output-Fenster. Und jetzt kannst du beginnen zu experimentieren.